Hallo und schön, dass du reinschaust. Heute möchte ich dir diese Sträußchen zeigen, die ganz einfach entweder aus weißem Schleierkraut gefertigt werden und dann eine farbige Rose oder wird hier rosane Art von Schleierkraut mit weißen Röschen. Dazu Blätter aus dem Garten, ein bisschen Draht. Du kannst diesen Schmuckdraht hier einfügen und auch lassen. Mal machen wir mit Röschen, mal machen wir ohne Röschen. Das kann eine ganz tolle, auch große Tischdeko werden für eine Hochzeit, eine Taufe, alles, was du möchtest. Aber auch so als kleines Bouquet, sogar für ein Sträußchen, für ein Brautmädchen oder so. Oder einfach nur dir zur Freude für deinen Geburtstag vielleicht, wenn du eine 3-4 machst auf dem Tisch. Und wie einfach die gehen, das möchte ich dir jetzt zeigen. Und du brauchst gar nicht viel dafür. Wie versprochen möchte ich jetzt mit dem Video beginnen, wie man so kleine Sträußchen ganz einfach und schnell selber macht. Und zwar brauchen wir da nur Röschen dazu. Dann habe ich vom Wegrand solches ähnliches Schleierkraut. Ihr könnt aber auch normales Schleierkraut kaufen. Und ein bisschen Wickeldraht und ein paar große Blätter. Einzelne Blätter und Blätter mit einem Ästchen noch daran. Und wer es noch ein bisschen poppiger haben will, nochmal so einen bunten Aludraht. Mehr ist es jetzt eigentlich gar nicht. Und dann zeige ich dir, wie einfach man das machen kann. So, als erstes nehmen wir zwei Röschen. Und da müssen wir komplett die Blätter runter machen. Die brauchen wir nicht. Die stören uns nur. Auf die entsprechende Länge schneiden wir es dann noch. Ihr könnt auch drei nehmen, wenn ihr ein bisschen das pompöser haben wollt. So, einfach die zwei Röschen zusammen. So auf überkreuz. Und dann, oder wie gesagt, vom Wegesrand habe ich jetzt das. Das passt auch ganz toll. Und dann legen wir uns das rundherum ein bisschen großzügig. So, die unteren kann man abreißen, oben wieder dazu tun, weil wir da kleine Sträußchen machen wollen. So, und jetzt nehme ich noch das dritte Röschen dazu. Wenn das richtig große Rosen sind, dann reicht manchmal sogar eine. Wenn ihr die Baccarat-Rosen habt oder so. Aber ich möchte ganz gern auch in der Mitte noch ein bisschen von diesem Schleierkraut oder wie ihr es nennen wollt. So, und das legen wir drumherum, richtig eng. So, wie so eine tolle Kugel. Und man nimmt immer eine ungerade Zahl von Blumen, nicht gerade. So, jetzt nehmen wir die Äste. Na, Balu, was machst du hier? Möchtest du mit den Blumen spielen? Die haben wir diesmal Dornen. Das wird wehtun. Oh, Spatz. Was machen wir wieder? Hm? So, wir nehmen jetzt unsere Äste und legen die Blätter, die schönen, nach außen. Bei mir ist es jetzt der Lorbeer aus dem Garten, aber ihr könnt wirklich alle Blätter nehmen, die ihr so habt und findet. So, ich lege nur zwei Äste da dran. So, das putzt dann schon mal rundherum. So, jetzt schneide ich schon mal etwas kürzer. Ich möchte kleine Sträußchen haben zum Einstecken in Gläser oder in eine Schale. So. Jetzt nehme ich erstmal den Wickeldraht und wickel das ein bisschen eng zusammen. Ihr könnt auch einen Bast nehmen, wenn ihr das lieber mögt. So, wir machen uns oben einen Anfang. So, verschlingen das miteinander. Und dann möchte ich gerne den Stiel oder die Stiele einpacken. Und dann nehme ich mir von dem Lorbeer ein großes Blatt. Anfangen ein bisschen abschneiden. Und leg mir das rundherum. Richtig eng umwickelt. Und jetzt schlinge ich mir den Draht noch drumherum. So, ich zeige nochmal gerade das Ende. Dann nimmt man hier, macht man es doppelt. Geht nochmal einmal rundherum. Schneidet es ab. Dann hat man zwei Enden. Und die kann man dann prima verdrehen.
Und schon wäre so ein wunderschönes kleines Sträußchen fertig. Wie gesagt, auch ganz, ganz toll mit Schleierkraut. Aber das fand ich am Wegesrand so schön. Beim weißen Schleierkraut hätte ich dann auch rosane Rosen genommen oder dunkelrote. So, wer es noch ein bisschen poppig haben will, der kann so ein Aludraht nehmen. Der lässt sich wunderschön biegen. Erstmal gerade machen. Und dann kann man eine Spirale biegen und da braucht man am besten eine runde Vorlage. Ich habe jetzt einfach ein Glas und da biege ich mir den 2-3 Mal rundherum. Ja. Dann kann man es rausnehmen. Dann mache ich mir ein etwas längerer Stiel da dran. So. Dann zieht man es auseinander. Macht seine Form, die einem gut gefällt. Und nimmt das Sträußchen und steckt es nachträglich hinein. Na, in die Mitte muss schon. Ihr könnt das auch vorher machen. Ich finde es nachher immer schöner, weil man dann genau zeigen kann, wo es ist. Man zieht es ein bisschen durch, kann es dann unten verschlingen um die Blätter herum. So, und dann kann man es drapieren. Bisschen auseinanderziehen, bisschen enger noch. Und dann hat man sowas ganz Modernes. Und das Ganze hat jetzt gekostet die Rosen 1,98, der ganze Bund. Und der Draht 5,52 Meter. Und alles andere hatte ich so. Und hier habe ich jetzt da eins angefangen mit 5. Auch wieder die Kugel, wie bei den 3. Und dann zum Schluss noch das Schleierkraut schön drumherum eng gesetzt. Unsere Blätter richtig eng und wie eine Kugel. So. Und das könnt ihr dann auch prima eintrocknen lassen. Das hält sich super toll. Ist was ganz Besonderes. Und ihr habt lange was davon. Jetzt noch ein paar Blätter. Wenn ihr das wollt, man kann es auch mal prima ohne machen, aber den Stiel würde ich schon ganz gern einpacken, dann mit den Blättern. Malu ist auch wieder da. Spatz, du musst helfen, pass auf, diesmal sticht's. So, und dann umwickeln wir noch den Stiel, nachdem wir das erstmal festgedrahtet haben. Das hilft dann immer ganz gut. Wie gesagt, auch gern mit Bast, aber der Draht schmückt halt auch gleich. Natürlich könnt ihr auch bunten Draht nehmen, das gibt es ja in allen Farben. Ich mag ganz gern den silbernen hier dazu. So, wieder ein großes Blatt, ein bisschen abschneiden und dann rundherum legen. Das gibt so einen schönen Abschluss. Und umwickeln. So, und hier nochmal ein zweites, weil es ein bisschen länger ist. Und da habe ich euch auch schon ganz tolle Dosen gezeigt. Einfach, was war drin, Mais und Erbsen. Und da habe ich dann auch mit Blätter umwickelt, nur Deko gemacht. Und das hat im Endeffekt nur ein bisschen Draht gekostet. Gell, jetzt hat es wehgetan. Da hast du dich doch gestochen. So, verdrahten, abschneiden. So, und dann könnt ihr überlegen. Aber bei das Sträußchen, pst, auch noch den Schmuckdraht dabei machen wollt, moderner, oder aber es so lasst. Und was sich jetzt noch anbietet, man kann auch ruhig noch mal einen Strauß machen oder 2, 3, nur mit Schleierkraut oder mit diesem rötlichen hier. Und dann nehmen wir auch wirklich zuerst, wenn ihr es mit Draht machen wollt, ihr könnt es auch ganz simpel machen. Und dann habe ich mir ein kleineres Gläschen diesmal geholt und wickel das erstmal zu einer Spirale. Schneid dann länger ab. Wie gesagt, ihr könnt das auch komplett ohne diesen Draht machen, aber ich fand es schon mal eine schöne Idee. So, und das ist jetzt sozusagen unsere Rose. Und dann legen wir das drumherum, so dass die Spirale rausschaut.
Die legen uns dann noch ein bisschen schöner und drapieren uns da darum das Schleierkraut oder hier dieses und wickeln dann auch den Stiel wieder mit den Blättern und dem Draht. Das ist das nächste, was wir machen. Ganz feste eine Kugel wickeln. Dann können wir noch mal Blätter dabei machen oder auch weglassen, wie es euch am besten gefällt. Ich würde bloß nicht so viele nehmen. Ein bisschen auseinanderziehen, das ist ja immer so ein ganzes Ästchen. So, jetzt haben wir wieder den Stiel umwickelt und dann muss man noch die Spirale so auseinanderziehen, wie euch das gefällt. Auflegen, ein bisschen eindrücken, so wie ihr es schön findet. Und nochmal ein Tipp, anders farbig haben wollt, das kann man prima einfärben. Am besten geht es wirklich mit dem Haarbuntspray, was man zu Fasching nimmt. Da lässt sich Schleierkraut ganz, ganz toll mit einsprühen, am besten draußen. Oder ich habe ja schon mal gesagt, ganz toll einsprühen und auch lackieren von Betonsachen und so geht am besten in einen umgestülpten Karton, der wird auf die Seite gelegt, dann wird das Sprühgut hineingelegt, dann kann man sprühen und der Nebel macht so gut wie nichts schmutzig. Und das ist jetzt noch die dritte Variante. Und da seht ihr, wie schnell das geht und wie toll man sich selber eine Tischdeko wickeln kann. Man kann das ganz groß machen. Ich würde auch, wenn das für eine große Tafel ist, nicht nur Röschen nehmen. Ich würde auch zwischendurch wirklich nur Schleierkraut oder das Rosane nehmen. Mit oder ohne Draht, das ist euch überlassen. Und nochmal ein kleiner Tipp. Diese Sträußchen lassen sich ganz, ganz toll trocknen. Die musst du, nachdem die Rosen fast verblüht sind, nicht entsorgen. Sondern nimm sie einfach, schütt das Wasser ab. Und lass sie entweder hängend trocknen oder du lässt sie wirklich in der Vase stehen. Die trocknen so schön ein und dann hast du eine richtig tolle Chevy Chic Deko, eine nostalgische Deko noch dazu. Und dann hoffe ich sehr, meine Idee und meine Umsetzung haben dir gefallen. Du würdest wieder mit mir basteln. Das wäre ganz toll und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und viel Spaß beim Kreativsein. Ganz liebe Grüße. Tschüss.